love with your colors. They kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we lose it. There's something different about us and the reason why we stay. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Wir sind gerade so ein bisschen am Haus zusammenpacken. Heute ist der letzte Tag hier. Wir haben gerade ein neues Haus gebucht zwischen Aalborg und Skane und werden da morgen hinfahren, freuen uns riesig, weil es wird wieder die Nordseeseite. Da, wo wir auch uns in Søndervik so wohlgefühlt haben. Es gibt wieder Dünen und Sand und das ist der gleiche Strand, weißt du? Søndervik ist zwar weiter weg, aber wenn man weiter hochfährt, ist es die gleiche Seite wie Søndervik. Das ist wieder so ähnlich wie dort. Und wir haben wieder ein tolles Haus gefunden mit Sauna und Whirlpool. Ein großes Haus, 100 Meter zum Strand. Also ja, das wird bestimmt auch ganz schön. Das zeigen wir euch dann natürlich morgen mit Roomtour, wenn wir dort ankommen. Ich muss jetzt gleich noch schnell das Geld überweisen. Schatz, dürfen wir nicht vergessen, ne? Das Haus müssen wir noch bezahlen. Die Kreditkartenzahlung hat da irgendwie nicht geklappt und die haben uns jetzt eine E-Mail geschrieben, dass wir es überweisen sollen. Sie haben wohl Probleme, Kreditkarten zu empfangen oder irgendwie war da was. Buchen uns jetzt das Geld zurück und wir müssen überweisen. Und ja, André muss heute noch seinen finalen Kurs machen, seinen Schneidekurs. Aber ihr merkt, André schneidet Videos. Ich weiß nicht, ob ihr das merkt, aber er schneidet auf jeden Fall und das entlastet mich extrem. Ich werde in der Zeit eben mit den Kindern, habe ich euch das jetzt erzählt oder vorher? Ich habe gerade nämlich den anderen Vlog beendet. Ich gehe mit den Kindern nachher in Leos Legeland wieder in diesen Indoor-Spielplatz, während André dann seinen Kurs macht. Aber das zeige ich euch alles. Jetzt fangen wir erstmal an, das Haus aufzuräumen und Koffer zu packen. Irgendwie habe ich Lust drauf, weil ich mich auf das nächste Ziel freue. André und Liana sind am Rätsel machen. Da musste man jetzt die Unterschiede, ne? Irgendjemand hat nie reingepasst. Warum, Liana? Was hat Pepper Woods da? Ah, kein Schwänzchen gehabt, ne? Und Zoe Zebra? Ein großes Auge. Oh, ein großes Auge. Und Luisa Löffel? Haben wir noch nicht. Die Füße. Ah, weiße Füße hat sie. Und was ist unten, wenn die Wolf? Das haben wir noch nicht gemacht. Habt ihr noch nicht gefunden, was die anders hat? Soll ich helfen? Nein. Da darf ich nicht helfen? Okay. Sagt mir dann, wenn ihr es rausgefunden habt, okay? Mhm. Der Papa hat übrigens, so schlau wie er ist, eine App. Was ist das für eine App, Schatz? Google Translator, Schatz. Ach so. Google Translator, da kann man einfach den Text praktisch fotografieren oder einfach das Handy drüber halten und dann übersetzt der Dänisch in Deutsch, weil wir haben ja das Rätselbuch in Dänemark gekauft. Da kann man das einfach fotografieren. Dann willst du Sprache. Was ist das für Sprache? Und auf welche Sprache übersetzen? Dann hier Kamera. Kamera, ah ja. Und dann kann man das drüber heben und der findet den Text. Unglaublich, oder? Was es alles gibt. Und dann sagt er dir ganz genau, was da steht. Und deswegen können wir die Rätsel wieder machen. Na? Naja, manche sind auch selbsterklärend, aber bei manchen ist es schon hilfreich. So, meine Lieben, wir machen ein Resteessen. Das Essen von gestern, was noch übrig geblieben ist, und Mozzarella-Sticks haben wir noch dazu gemacht. Wenn Menschen mich fragen, wer ist anstrengender, Liana oder Ben, dann sage ich... André! Unglaublich anstrengend, dieser Mann heute. Warum? Weil der so lieb ist. Wow. So, meine Lieben, Liana, Ben und ich, wir werden jetzt losfahren in Leos Legeland. Ich habe wohl die rauen Lippen. Ihr Lieben, wir fahren jetzt in Leos Legeland, aber leider, ich habe es vergessen, muss ich mich jetzt noch testen gehen und ohne André mit zwei Kindern. Aber ich schaffe das. Ich schaffe das. Wir gehen jetzt los. Also wir Kinder und ich. Ich gehe mich jetzt testen und dann 40 Minuten Autofahrt mit beiden Kindern alleine. Das klappt, das wird super. So, meine Lieben, in einer kleinen süßen Sporthalle habe ich mich jetzt gerade testen lassen und jetzt fahren wir weiter ins Spielhaus, in den Indoor-Spielplatz. Das ist übrigens mega unproblematisch. Entschuldigung, die iPads laufen. Mega unproblematisch in Dänemark.
Also vergleichbar wie in Deutschland. Es läuft genauso gleich ab. Man geht mit Maske rein. Hier ist ja gar keine Maskenpflicht mehr, außer in öffentlichen Verkehrsmitteln. Aber in den Testzentren hat man die Maske auf, dass wenn man einen Niesreflex hat, der testet, das halt nicht ins Gesicht bekommt. Das heißt, man geht mit Maske rein und dann genau wieder gleich bekommt man ein bisschen das Wattestäbchen in die Nase reingesteckt und das war's. 15 Minuten später bekommt man das Testergebnis aufs Handy und das heißt dann Corona-Pass. Und mit diesem Pass kann man dann 3 Tage lang überall rein. Aber man braucht fast nirgends einen Test. Also für einen Indoor-Spielplatz jetzt schon und auch wenn man in ein Restaurant reinsitzen will, aber sonst nirgends. Also mega entspannt. Im Leos Legeland war wirklich sehr, sehr schön. Die Kinder sind ausgepowert und jetzt fahren wir noch schnell einkaufen, weil ich brauche noch Windeln für Ben und Liana hat ihre orangene Farbe verloren und da sie so gerne malen nach Zahlen und Rätsel macht, brauchen wir unbedingt eine Orange. Das heißt, deine Farbstifte, ne, müssen wir noch kaufen. Und, ich soll die Kamera weiter weghalten. Und was waren es noch? Windel, Feuchttücher, Farben, ein Radiergummi und ein Abendessen. Irgendwas Schnelles. Kurzes. Ja, jetzt fahren wir wieder zurück und gehen noch kurz einkaufen. So, ihr Lieben, zurück zu Hause. Wir hatten jetzt noch ein bisschen Schwierigkeiten während dem Einkaufen. Benjamin hat voll geweint. Ist im Auto kurz eingeschlafen, habe ich ihn rausgeholt und dann ist er aufgewacht und war mega verwirrt, wo er ist und war, ja, ein bisschen am Weinen. Deswegen war das Einkaufen nicht ganz so entspannt, aber Liana hat mir wieder so toll geholfen. Komm, Mama, ich nehme den Korb. Benjamin, alles ist gut. So eine liebe Maus. So, jetzt lade ich aus, zeige euch gleich den Food Hall. Ich habe noch ein bisschen was zum Essen mitgenommen für heute Abend. André hat gesagt, wir haben noch ein bisschen Grillkohle, er würde gerne noch mal grillen. Und er hat schon ein bisschen aufgeräumt, hat er gesagt. Schauen wir gleich mal. So, meine Lieben, einen kurzen Food Hall. Oder nicht nur Food, auch Windeln. Dänische Windeln, uns sind die Windeln jetzt ausgegangen für Bändchen. Ich suche eigentlich Pants. Was brauchst du? Zeig mal. Pizza machen wir jetzt, okay? Kleine Mini-Pizzas, Pizza Margherita haben wir gekauft. Okay, Bändchen, du darfst die Pizzas schon mal haben. Wir müssen sie aber noch in den Backofen machen. Nee, kaufen wir morgen. Morgen gehen wir in einen großen Supermarkt. Und da kaufen wir dann neue Farbstifte und Radiergummis. Es gab leider in diesem kleinen Netto fast gar nichts, was wir wollten. Süßkartoffeln haben wir noch mitgenommen für den Grill. Wie immer Feta und Tomaten für den Grill. Die Kinder eben diese kleinen Margaritas, weil es gibt keine Tofu-Würstchen. Ich hoffe, im nächsten Ferienort finden wir das. Kaffee habe ich mitgenommen, da habe ich mich super drüber gefreut, weil das ist der Kaffee, den wir auch immer zu Hause haben, Lavazza Bio. Liana hat sich ein... Ja, darfst du. Liana hat sich Kinderschokolade und Babykuhmilch ausgesucht. Dann habe ich ein Burrata mitgenommen, dieser leckere Mozzarella. Heb mal, Schatz, dann kann ich es aufdrehen. Das war das abgepackte Brot, das wir das letzte Mal mitgenommen haben als Notlösung. Und das war mega lecker, deswegen haben wir das nochmal mitgenommen. Labello, ich habe extrem spröde Lippen. Und Hafermilch und Kuhmilch. So, der Papi grillt jetzt für uns. Ich habe mit den Kindern gerade Süßkartoffeln eingepackt. Leider haben wir hier ja keine Grillschale oder so. Das heißt, wir müssen zu der blöden Alufolie greifen, die super ungesund ist. Aber ich habe mich jetzt auch nicht getraut, die Süßkartoffeln ohne Alufolie da drauf zu legen.
Genau, André hat Fleisch. Ich habe noch Feta eingepackt. Und das war's. Genau, Süßkartoffeln und Feta habe ich. Und André Fleisch und Süßkartoffeln und die Kinder Süßkartoffeln. Und Margarita. Dann machen wir uns jetzt einen schönen letzten Abend hier draußen. Ha? Decken wir gleich den Tisch da draußen. Papi, wie lange dauert das jetzt alles ungefähr? 30 Minuten. Ist nicht dein Ernst, Papi. Okay, vielleicht ein bisschen weniger. 20 Minuten müssen wir noch warten. Okay, wir versuchen es. Lili Papugei? Also. Lili Siloni. Ich hab da Papugei. Willst du auch Karten, Ben? Ben will auch Karten. Tiger. Tiger. Ich habe ein Tiger. Okay. Noch ein Tiger, ein Papagei. Mhm. Das ist gelb. Wir brauchen rot. Wo ist rot? Ja. Fast. Das ist rot. So, es gibt das Übliche bei uns zum Grillen. Schafskäse mit Zwiebeln und Tomaten. Lianchen hat Süßkartoffeln mit Butter und Salz. Und Papi hat, ich habe es ja euch eigentlich alles schon im nicht gegrillten Zustand gezeigt, aber ich wollte es euch nochmal so zeigen. Der letzte Abend auf unserer Terrasse in Oder. So, ihr Lieben, jetzt sind die kleinen Süßen im Bett. Wir hatten noch eine schöne Runde Uno. Das Essen war ein bisschen ungemütlich. Ben hatte eigentlich gar keine Lust mehr zu essen und war dann nur knatschig und ist auf mir rumgeturnt. Und ich konnte irgendwie nicht essen, deswegen habe ich dann das Essen abgebrochen. Also mein Essen. Die Kinder waren schon satt. Habe die kleinen Süßen ins Bett gebracht. Das ging jetzt eine ganze Weile. Jetzt habe ich noch ein bisschen Schafskäse und Süßkartoffeln vor mir. Zwar kalt, aber ne, schmeckt trotzdem. Und dann geht's ans Packen, ihr Lieben. Es ist einfach so schwierig, tagsüber zu packen, wenn die kleinen Süßen da sind, weil dann immer jemand was möchte oder bespielt werden möchte oder was braucht oder müde wird oder ne, Hunger hat. Oder deswegen verschieben wir das immer gerne auf abends. Aber abends sind wir dann groggy, so wie man sagt. Sagt man das bei euch auch? Groggy oder ist das Dialekt? Muss man hier zumachen, weil hier fliegen schon wieder Kriechtiere, Fliegtiere rum. Fliegtiere rum. Ja. Ich wollte euch eigentlich heute mal auch so ein bisschen ein Fazit geben von der Reise bisher. Es interessiert auch immer wahnsinnig viele, wie viel wir so ausgeben. Also wie ihr jetzt schon ein bisschen mitbekommen habt, sparen wir nicht wirklich an Unterkünften. Wir haben am Anfang gesagt, ey, wir machen eine Unterkunft so richtig toll und dann machen wir aber so kleine, nicht so gute Unterkünfte oder nicht so luxuriöse Unterkünfte. Aber wir haben gemerkt, dass die Preisspanne hier in Dänemark gar nicht so riesig ist. Also wir haben heute zum Beispiel sehr verglichen und haben dann gemerkt, das Haus für 800 Euro, und das ist so der Schnitt, glaube ich, wenn man nicht so eine komplette Absteige haben möchte, ist es so 800 Euro, 700, 800 Euro für eine Woche. Dann ist die Preisspanne nach oben zu einem schöneren Haus gar nicht so groß. Also wir haben fürs erste Haus aber viel Geld ausgegeben, haben wir 1400 ausgegeben, aber es war ein Mega-Haus, habt ihr ja gesehen, mit einem richtigen Schwimmbad im Haus. Also dieses Haus würde ich auch immer sofort wieder buchen. Dieses Haus hat 915 Euro gekostet. Ich glaube, es kommen aber noch Nebenkosten dazu. Ich glaube, das ist in Dänemark immer so. Strom bezahlt man einfach im Nachhinein. 915 Euro finde ich viel für dieses Haus. Den Whirlpool kann man komplett rausstreichen aus der Annonce. Der funktioniert nicht. Das ist, also, ne, ich. 4 Stunden muss man auf heißes Wasser warten. Also, das ist für mich kein Whirlpool. Die Sauna war okay. Aber ansonsten war das Haus ja keine 900 Euro wert, auf keinen Fall. Und jetzt in das nächste Haus, wo wir gehen, haben wir 1200 Euro bezahlt. Und das schauen wir uns morgen an und geben dann unser Feedback dazu. Jetzt werden wir hier alles zusammenpacken. Ich nehme euch jetzt noch ein bisschen mit beim Packen. Und dann müssen wir auch bald ins Bett. Morgen machen wir aber ganz entspannt. Wir müssen erst um 16 Uhr einchecken. Wir haben 2 Stunden Fahrt, 2 Stunden 15, glaube ich. Hier müssen wir um 11 Uhr raus. Die Kinder sind jetzt spät ins Bett. Das heißt, sie werden bestimmt... Oh, wie schön. Volles Vogelgezwitter. Die Kinder werden bestimmt bis um 9 Uhr morgen früh schlafen, weil sie jetzt spät ins Bett sind. Das heißt, wir haben... Wie süß, ich muss euch das zeigen. Seht ihr das? Das ist irgendwie so ein Fahnenmast bei den Nachbarn. Und da oben drauf sitzt ein kleines Vögelchen und macht ein Privatkonzert für mich. Na los. Ups. Jetzt ist es weg.
Wir fühlen uns unfassbar wohl in Dänemark, aber was ich heute wieder gedacht habe, ich will die Sprache lernen. Ich fühle mich so bescheuert, wenn ich nicht 3 Sätze auf Dänisch sagen kann. Also nächste Woche will ich unbedingt mal so ein bisschen Dänisch lernen, wenigstens so die Basics. Ich habe nächste Woche Geburtstag, nee, übernächste Woche. Am 2. Juli, also bald. Da machen wir aber jetzt nicht irgendwie was Besonderes. Ich meine, es ist ja schon wahnsinnig besonders, dass wir im Urlaub sind. Vielleicht gehen wir in ein Restaurant oder wir machen einen schönen Grillabend oder so. Mal schauen. Ich freue mich auf die nächste Woche. Ich freue mich wieder auf die Nordsee. Es wird zwar kühler und windiger, aber es ist irgendwie, die andere Seite gefällt uns irgendwie besser. Und ja, wir haben auch wieder viel vor. Es gibt einen Zoo. Es gibt auch wieder so einen kleinen Freizeitpark. Also das wird auch ganz schön. Deswegen haue ich jetzt rein, ihr Lieben. Ich bin schon wahnsinnig müde und muss einfach jetzt noch einiges schaffen. Jetzt erstmal fertig essen und dann geht's ans Packen. Okay, meine Lieben, wir legen los. Erstmal hier den ganzen Tisch abräumen und die Küche aufräumen. Und dann geht's ans Packen. Oh Gott, wir haben so viel Wäsche waschen. Oh Gott, Wäsche waschen. Ich habe Wäsche gewaschen und noch nicht aufgehangen. Die wird wahrscheinlich gar nicht mehr trocken bis morgen. Aber gut, das mache ich jetzt gleich als Erstes. Können wir mal ganz kurz drüber reden, wie krass gut dieses Wasser hier ist. Unglaublich. Das stinknormale Leitungswasser, es schmeckt besser wie jedes andere Wasser, das ich je getrunken habe. Ohne Quatsch. Alles, was wir zu Hause kaufen an Wasser, dieses Wasser aus dem Wasserhahn toppt alles. Unglaublich lecker. Schmeckt wie Quellwasser. Wie Quellwasser. Wow. So. Jetzt widme ich mich den Kleidern, Kinderkleider und meine Kleider und werde mal ein paar Taschen packen. André ist am Küche machen. Der räumt die Küche auf und wird dann gleich noch die Dinge von uns, das sind in der Küche jetzt nicht so viele, verräumen. Wir haben beide richtig Bock. Aber was muss, das muss, ne? Ich mache jetzt das Kleiderchaos. Ich habe hier alles hingeworfen, was ich so rumfahren hatte und jetzt werde ich gleich noch alles aus dem Schrank holen. Sogar Mia schläft schon. Und dann, ja, wird's verpackt. Kurzer Zwischenstand. Es wird immer schlimmer. Ich mache jetzt erstmal einen Kaffee. Es dauert einfach noch Stunden. Und deswegen koche ich jetzt Kaffee. So, meine Lieben, es wird immer besser. Immer mehr verpackt. André sitzt gerade ins Bett, aber wir haben auch schon echt fast alles gemacht. Hier steht jetzt schon vieles gepackt. Den Hühler brauchen wir morgen noch, um durchzusaugen und zu wischen. Dann haben wir, ja, ihr seht es, schon einige Taschen zusammengepackt. Hier oben stehen auch schon Lebensmittel. Ein bisschen was müssen wir noch aufräumen, brauchen wir aber auch noch zum Frühstück. Und ein bisschen was brauchen wir noch im Badezimmer. Na, so ein paar Sachen kann man noch nicht wegräumen, aber ja, sieht schon viel besser aus. Jetzt kann ich auch beruhigt ins Bett gehen, stelle mir den Wecker auf 6 Uhr und dann mache ich den Rest. Guten Morgen! Nach einer kurzen Nacht geht es weiter. Wir haben noch eine Stunde Zeit, aber schon fast alles gepackt. Jetzt ziehen wir gerade die Betten ab und machen hier klar Schiff und laden das Auto. So, André ist schon wieder on fire hier. Der hat schon wieder Tetris gespielt, aber so richtig. Hier ist jetzt alles voll und jetzt haben wir noch unsere Backbox, unsere Autobox und die wird jetzt auch geladen mit dem Rest. Den schönsten Ausladeluhe. Wir haben es geschafft. Wir haben auch geschafft, das Haus sauberer zu verlassen, wie das es war. Das muss man auch erstmal schaffen. Also im Großen und Ganzen haben wir uns hier sehr wohl gefühlt. Wir haben hier jetzt nochmal das dritte Bett wieder zurückgemacht. Wir machen uns ja immer ein großes Familienbett.
Es ist wirklich okay hier, ne? Sauberkeit lässt zu wünschen übrig, da hatten wir ja schon drüber gesprochen. Aber wir hatten trotzdem eine sehr schöne Zeit, oder Lianchen? Jetzt gehen wir, Papa ist gerade noch mit Mia. Komm, mein Schatz. Wir wollten nochmal alles kontrollieren. Das Auto ist geladen und wir springen jetzt noch eine Runde Trampolin, stimmt's? Los geht's. So, ihr Lieben, während Liana jetzt hier Trampolin springt und André mit Mia noch eine Runde läuft, gebe ich euch ein kleines Fazit. Ihr habt ja viel mitbekommen schon von diesem Haus. Oh, ich muss mal kurz den Schlüssel retten. Bändchen spielt mit dem Schlüssel und hier gibt es so Rillen. Nicht, dass uns jetzt der Schlüssel in letzter Sekunde abhaut, den müssen wir jetzt gleich ins Schlüsselkästchen machen. Das Haus war von der Sauberkeit nicht so gut, aber sonst war es sehr schön. Wir haben uns sehr wohl gefühlt in dem Haus. Es war alles da, was man gebraucht hat. Super Satz. Einen riesigen Garten, toll für die Kinder, toll für Mia. Odda an sich, also so hieß der Ort, oder so heißt der Ort, in dem wir sind, am Rudestrand, haben wir jetzt nicht viel davon mitbekommen. Und alles, was wir uns so überlegt haben, überall, wo wir hin wollten, mussten wir jetzt schon über eine Stunde fahren. Also vom Ort her, vom Standort her, war es jetzt nicht so gut. Und da haben wir jetzt beim nächsten Haus drauf geachtet, dass wir da sehr in der Nähe sind. Also, um das abzurunden, ich würde das Haus nicht nochmal buchen, aber wir haben uns trotzdem sehr, sehr wohl gefühlt hier. Tschüss, Haus! Ihr Lieben, wir sind jetzt losgefahren. So eine Stunde ungefähr sind wir gefahren und sind jetzt da hinten den Tesla-Laden und hier gegenüber war so ein Elvis-Restaurant. Hier ist Elvis-Musik. Man kann Elvis-Souvenirs kaufen. Das ist amerikanisch. Es gibt voll viel Burger hier in Dänemark, ne? Das ist echt doof. Also so dänische Küche haben wir noch nie gefunden. So Hausmannskost. Naja, ihr Lieben, ich möchte jetzt einen neuen Vlog anfangen. Ich habe gestern irgendwie so wenig gevloggt, dass ich gedacht habe, ich muss heute noch ein bisschen weiter vloggen. Aber wir wollen euch ja auch morgen einen liefern. Deswegen verabschiede ich mich jetzt und ihr seht morgen, was heute noch so passiert. Bis ganz bald. Ciao.